So, und auch schon direkt zurück. Wir müssen jetzt hier ein wenig beeilen. Denn die Halle fliegt tatsächlich dann gleich in die Luft. Hier oben rechts auf der Karte sehen wir diesen grünen Punkt, der sich da bewegt. Das sind wir. Die blauen Punkte sind die Wachen. So, und denen müssen wir ausweichen, um halt nicht gesehen zu werden. Denn wenn wir gesehen werden, werden wir erschossen. Ach. Und hinten das rote X, da müssen wir hin. Da sind unsere Freunde. Na komm schon, das ging doch hier ganz gut gerade. So rum, so rum. So rum. So rum. So, und dann da hoch. Da hinten läuft jetzt die Wache. Zack. Der müssen wir aus dem Weg gehen. Und zwar bin ich... Genau, jetzt kommt er nämlich zurück. Das ist das. Wie bekomme ich hier nochmal die Kameraeinstellung? So nicht. Ah, okay. So, hinter der Wache können wir jetzt gleich rüber auf die andere Seite laufen. Jetzt nämlich. Hoffe ich jedenfalls. Nein, das ist doch verkehrt. Ich muss doch auf die andere Seite. Ich Dämelack. Hä, was war das denn? Moment, Freunde. Ich habe das eben mit Gamepad gemacht. Und das war wesentlich einfacher. So. Jetzt. Da ist die Wache. Und zwar habe ich mich dann... Hallo? Da seht ihr jetzt, was ich mit dieser scheiß Kameraeinstellung meine? Wo ist der denn jetzt? Da. Jetzt müssen wir hier drüben in den Graben rein. US Air Force. Zack. So, und dann... Och, Kinas. Dort hinten am Felsen, da haben wir das Loch im Zaun, durch das wir dann hindurch schlüpfen können. Und glaubt es mir, wo ich das hier eben das allererste Mal gespielt habe, ich glaube, ich habe locker eine Dreiviertelstunde gebraucht, um das hier alles zu kapieren. So, hier links aus der Halle kommt jetzt gleich ein LKW rausgefahren. So war es jedenfalls eben. Warum kommt der jetzt gar nicht? Da kommt er. So, und wenn der jetzt hier rauskommt... Wir haben hier, kann ich euch das zeigen? Nein, kann ich euch natürlich nicht zeigen. Da kann ich es euch jetzt zeigen. Da steht eine Wache. Und, da müssen wir warten, bis der LKW wieder vor ist. Dann können wir losspuchten. Ungefähr bis zur Mitte, da habe ich auch sehr lange für gebraucht, laufen wir hier mit. Dann lassen wir den LKW weiterfahren. Und spurten dann hier hinten zwischen die Hallen. Und können dann dort hinten durch das Loch in die Halle rein. So, und dann heißt es innen drin, alle drei Kinder zu finden und zu evakuieren.
Lukas, was machst du denn hier? Ich dachte, du spielst nicht mit. Geh sofort raus, Markus. Die Halle wird explodieren. Hä? Wie soll denn... Jetzt frag nicht lang, Markus. Geh raus. Sie explodiert gleich. Ich such noch nach den anderen. So. Und, jetzt heißt es, die anderen Kinder zu finden. Und da habe ich auch lange für gebraucht, um alle zu finden. Und zwar einmal hier hoch. Na, komm schon. Und zwar da hinten. Nein, doch nicht. Noch einen weiter. Auch nicht. Mann, wo ist er denn? Dahinter. Was willst du denn hier, Lukas? Das Spiel ist aus. Sie sind alle weg. Du kannst rauskommen. Das ist ja super. Wieso sagt mir das niemand? Hä? So, los, verschwinde. So, dann haben wir einen weiteren hinten unter dieser Plane, die da ist. Oder Rakete. Was willst du hier, Lukas? Geh raus. Wir spielen nicht mit dir. Du musst hier raus, Kurt. Die Halle wird explodieren. Erzähl doch nicht so einen Stuss. Du bist ein Schwachkopf, Lukas. Ja, ja. Deine Mutter hat mich hergeschickt. Dann erzähl ich ihr eben, was du hier alles treibst. Was? Meine Mutter? Wenn du ihr ein Wort davon erzählst, bist du erledigt. Wir sprechen uns noch, du Depp. So, und jetzt kommt der Dritte im Bunde. Den, hallo... haben wir hier hinten. Da vorbei. Um das Flugzeug drumrum. Hier rein. Och, Kinder! Nun mach doch! Da haben wir. Hau ab, Lukas! Du verrätst mich noch! Die Halle wird explodieren. Du musst sofort hier raus. Was soll denn der Mist? Du verschwindest gefälligst, anstatt uns das Spiel zu vermasseln. Du wirst die Halle jetzt sofort verlassen. Ich mein's ernst. Mist, Lukas. Du bist ein Vollidiot. Ja, ja, komm. Mach Vorrat. Ich muss nämlich auch noch raus hier. So, und da habe ich vorhin Schluss gemacht. Da ist mir nämlich vorhin auch das Spiel irgendwie abgekackt. Lukas, bist du verletzt? Nein, nur ein paar Schrammen. Und die anderen? Ich konnte sie gerade noch warnen. War aber knapp. Woher wusstest du, dass das passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Noch bevor es passiert ist. Ich weiß nicht, wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas? Alles in Ordnung, Lukas? Lukas, hörst du mich? Ich habe mich umgehört. Natürlich ohne Namen zu nennen. Man nannte mir eine Spezialistin für, sagen wir, übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier, ihre Adresse. Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Ja, das hoffe ich. Ja, das hoffen wir alle. Ja, genau. Jetzt geht es da wieder weiter. Mit Carla in der Sporthalle. Der Autopsiebericht hatte mich die ganze Nacht beschäftigt. Anstatt Fragen zu klären, hatte er nur noch neue aufgeworfen. Ließ der Mörder das Opfer absichtlich so langsam und schmerzvoll sterben? Gab es einen Zusammenhang mit dem rätselhaften Fall Kirsten? Wer hatte mir die E-Mail über Kirsten geschickt und warum? Dieses Training mit Tyler war genau, was ich brauchte, nämlich auf andere Gedanken zu kommen und mich so richtig zu verausgaben. Hey, was ist denn mit dir los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Mir geht's prima. Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Da kommt mir jetzt doch gleich die Melodie von Call on Me. In den Sinn. Das hatte ich nämlich eben hier noch gemacht.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch eine Übung und ich bin soweit. Ja, genau. Wir müssen nämlich jetzt hier, um mit Tyler an, in den Ring zu treten, müssen wir hier 2 Disziplinen immer schaffen. Okay, das reicht. Ab in den Boxring. Ja, Freunde, ab in den Boxring. Das ist eine gute Idee. Wir begeben uns also jetzt schon mal dorthin. Sollen wir? Hey, warum so eilig? Ich wärme mich noch ein bisschen auf und dann können wir. Ja, Freunde. Also, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW Boy 18. Adieu.